Jetzt zählt's, Ratingen. Wir brauchen die volle Unterstützung, also volle Kanone hier auf den beiden Runden für die Mädels zum Abschluss. Wie gesagt, es ist richtig fieswindig hier unten. Es ist unangenehm kalt für die Läuferinnen und die wollen trotzdem natürlich noch mal alles geben. Sie werden es mitbekommen haben, ja, ohne Jenny Oeser, ohne Karin Strametz, die sich nach drei Ungültigen im Speer jetzt für die U20-EM schont. Auch Sophie Hamann und Anouk Forafo sind nicht mehr dabei. Also jetzt volle Aufmerksamkeit auf unsere neuen Läuferinnen. Caro Schäfer, Nadine Fisser vorneweg. Das sind die Schnellen, auch Jessica Rautelin, eine schnelle 800-Meter-Läuferin. Und der Rest des Feldes immer noch mit dabei. Jawohl, jetzt hier auf der Haupttribüne. Wir machen Stimmung für unsere 800-Meter-Läuferinnen. Vorne wird sich ein bisschen abgewechselt. Nadine Fisser, jetzt geht Jessica Rautelin auch noch vorbei. Caro Schäfer und dann die beiden Leverkusenerinnen. Mareike Arndt und Anna Maywald. Durchgangszeit, Sie sehen es auf der Wand. Ich sehe es von hier nicht. So geht es jetzt auf die letzte Runde. Und wir feuern an in der Kurve drüben beim Speerwurf. Alle Hände jetzt für unsere Siebenkämpferinnen. Nadine Fisser, dahinter Jessica Rautelin und Caro Schäfer. Das sind die drei, die vorne weglaufen. Und dahinter kämpfen wir um jede Sekunde. Und schauen Sie mal, Anna Maywald, die sich im Weitsprung den Fuß verletzt hat, hier getaped an den Start geht und alle Zähne zusammenbeißt für ihr großes Ziel, für diese Norm. Die letzten 200 Meter jetzt auf dem Weg ins Ziel für unsere Siebenkämpferinnen. Auf geht's, Mädels. Wir feuern euch an. Die letzten Meter jetzt. Jessica Rautelin, Caro Schäfer ist jetzt auch noch vorne dran. Holt die sich hier auch noch den letzten Sieg über die 800. Schauen Sie mal, was die beiden hier vorne machen. Caroline Schäfer und Jessica Rautelin. Da geht's noch mal um alles jetzt hier auf den letzten Metern. Auf geht's, Mädels. Jessica Rautelin vor Caro Schäfer. Aber was für ein tolles Rennen auch von Nadine Fisser, von Mareike Arndt und Anna Maywald. Die letzten Meter jetzt. Kira Biesenbach, Joika de Pau und Lea Fleury, unsere Französin. Hier die letzten Meter. Erstes Mal Ratingen für Sie. Der Siebenkampf. Alle Mädels sind im Ziel. Ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an Sie fürs Mitmachen. Und wir nehmen die Stimmung direkt jetzt rüber. Ja, was für ein tolles Ergebnis bei diesem Siebenkampf. Und nochmal Gratulation an Caroline Schäfer, unsere Siegerin. Sie ist mit dieser Punktzahl nach Sabine Braun und Jessica Ennis-Hill die drittbeste Siebenkämpferin aller Zeiten hier in Ratingen.